Meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fallout 3. Jo, wir haben einiges noch vor uns. Wir sind ja jetzt aktuell dabei, das Abwehrmittel an 7 weiteren Maulwurfsratten zu testen. Und zwar dieses hier. Das können wir eigentlich nur machen, wenn wir wirklich Maulwurfsratten finden. Also wir müssen eigentlich nur Maulwurfsratten damit töten und gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube, in der Zeit könnten wir eigentlich schon mal, das ist ja sowieso relativ zufallsgeneriert, wann die auftauchen, können wir ja in der Zeit schon mal Lucys Botschaft übermitteln. Oder? Ja, das sind ja hier die DLCs, die machen wir, wenn dann erst nach der Story. Dann machen wir jetzt erstmal Lucys Botschaft. Nach Arefu. Vielleicht finden wir ja auch die ein oder andere Maulwurfsratte gleich noch. Hätte ich jetzt nichts gegen. Umso schneller können wir dann auch die... Boah! Ach, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ey, dass wir den Hund auch noch dabei haben. Okay, gar nicht mal so gruselig. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, egal. Schauen wir einfach mal. Ich frage mich gerade, ob da... ob es sich lohnt, da hochzugehen. Sieht nämlich ein bisschen so aus, als wenn da oben Loot ist. Aber bei unserem Glück ist es wahrscheinlich eh alles abgeschlossen. Mal speichern. Man weiß ja nie. Was geht ab bei dir? Oh! Raider Scheiße. Wir brauchen einen Arzt. Wir haben hier einen blutigen Arzt. Erledigt. Ist gut. Du hast da was. So, Munition nehmen wir mit. Sturmgewehr. Ist eigentlich in einem recht guten Zustand. Und bei uns in einem besseren Zustand. Munition. Kronkorken. Maulwurfsratten wären mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen, aber okay. Ist ja übelst die Festung hier. Da ist nichts drin.
Warte mal, wir haben noch eine Sniper. Warum nehmen wir die nicht eigentlich? Und der hat auch eine Sniper. Zieh dich. Okay, der hat auf jeden Fall ausgesorgt. Jetzt hätte ich gerne eigentlich eine Schrotflinte, aber ich glaube, die abgesägte Schrotflinte sollte es auch tun. Und tschüss. Hä? Nein, nicht töten! Stehen bleiben! Was hat die denn für einen Schaden, die Waffe? Für eine Waffe, Alter. Die können wir wegschmeißen. Die ist ja sowas von... Da steht Schaden 24. Eigentlich dürfte die gar nicht so schlecht sein, aber... What the hell? Wo ist die Alte jetzt? Was? Den Tod gewählt. Na komm, lass sie. Die wird gleich schon selber irgendwie zugrunde gehen. Oh, hä? Habt ihr gerade gesehen, wie die gerannt ist? So fühle ich mich auch manchmal, wenn ich träume. Man rennt und man kommt einfach nicht von die Stelle. Von der Stelle? Von die Stelle? Von die Stelle weg. An der Stelle weg. Ach, scheiße. Ihr wisst, was ich meine. Also, wenn wir jetzt hier runterfallen, wäre das echt scheiße. Da sind schon wieder Raider, ey. Was geht denn hier ab? Oh, oh. Nein! Macht der Schaden. Alter, nein! Was ist hier los? Bleiben Sie doch mal ruhig! Nein! Leute, das ist jetzt echt scheiße. Oh Mann, wir werden hier so verrecken jetzt. Wie soll ich denn jetzt hier... Oh Gott, das werde ich doch niemals überleben hier jetzt. Niemals. Oh mein Gott. Ja. Versuch was wert. Och nee, jetzt müssen wir wieder komplett hier durch. Aber was ist denn, wie dumm ist denn das auch gemacht, dass man dazwischen fallen kann, ey. Mann, ey. Deswegen immer speichern, nach jedem Gegner am besten immer speichern. Sonst hat man sowas wie jetzt und kann die ganze Scheiße nochmal machen. Geil. Einfach geil. Das Heckenschützengewehr hat uns aber ganz schön zugerichtet. Aber was der kann...
Ich kann mal das Heckenschützengewehr hier für den Typen nehmen gleich. Oh oh. Oh Gott. Alter, jetzt hat die den. Ja, aber kein Brennstoff, ne? Scheiße. Verflixt. Oh, wie schade. Brennstoff. Was ist mit dem Hund denn los? Mein Gott, ey. Das war jetzt alles? Hoffe nicht. Sieht aber so aus. Darf doch nicht wahr sein. Oh, Grafikfehler. Cool. So, dann wollen wir mal weiter. Immer weiter. Falls ihr euch fragt, wieso ich hier die ganze Zeit rumspringe, ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich lustig an. Irgendwas ist hier. Aber Freunde anscheinend. Hi. Wie wär's mal, die Augen aufzumachen? Benötigen für die Fertigkeit reparieren mindestens einen Wert von 40, um diesen Roboter zu operieren. Warum sollte ich denn? Ah, hallo. Brauchen Sie was? Hier. Willkommen im gottverlassenen... Ach, Junge, ey. Stimmt was nicht mit dem Roboter? Ich überlege schon seit einer Stunde, ob mit ihm was nicht stimmt. Ich glaube, er hängt in so einer Art Schleife. Ich habe versucht, ihn zu reparieren, aber all diese Schalter und Schaltkreise sind zu viel für mich. Ich könnte versuchen, den Roboter... Ah, ein Roboter, der sich nicht in alle Ewigkeit über sie beklagt, das gefällt mir.
Ich werde mir ganz sicher nicht Ihr Gelaber anhören. Vergessen Sie's. Ich bin weg. Viel Glück mit dem Roboter, Trottel. Lul. Alter, wie viel hält der aus? Ups. Ist mir ausgerutscht. Oh, 200 Kronkorken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Roboter am Ende ein Begleiter von mir wird. Kann das sein? Ein möglicher Begleiter. In diesem Haus gibt es keine Teller. Es müssen welche gekauft werden. Ah, wir müssen da lang. Tadam. Wissenschaft. Müssen wir erhöhen auf 50. Dietrich machen wir auf 5. Lassen wir erstmal auf 50 und dann machen wir noch Sprache. Oder? Mit dem extra Schatzsucher finden Sie in Behältern wesentlich mehr Kutten-Yuka-Cola-Kronkorken als sonst. Solange Sie eine Pistole oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit einer Hand zu bedienen ist, erhalten Sie einen Bonus von 25% für Ihre VHTS-Präzision. Schadensresistenz. Windhund. Ich glaube, wir machen mal eine Rast kurz. Und sehe ich nichts. Okay.
denke ich. No, Gegner. Maulwurfsrotte. Nein. Ich hoffe, das hat funktioniert. Weil der Hund, wenn der Hund die tötet, dann bringt uns das, glaube ich, nicht viel. Was ist das denn hier? Ist das die Vault? Nee. Das ist eine Vault, glaube ich. Oh. Fallout Shelter. Was geht denn bei dem ab? Besoffen. Es lebt! Oh Gott. Das Ödland ist wiedergeboren! Das Ödland ist tot, wie sie sein werden, wenn sie mich anlügen. Hä? Das Ödland ist so tot, wie sie sein werden, wenn sie mich anlügen. Verrückt oder was? Ich habe den Boden gesehen, der mit ausgebreiteten Armen in den Himmel greift. Das Ödland ist wiedergeboren. Nein. Notiz. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie an der Vault liegt, die unter Umständen hier ist. Und da irgendwas abgegangen ist, Vault 106. Und da irgendwas ist, was uns ein bisschen verrückt werden lässt, habe ich so das Gefühl. Protokoll der Händlerkarawane. Morgen müsste ich den grünen Berg erreichen. Vielleicht sind die Menschen dort komisch, aber... aber egal. Sie tauschen Teolle Sachen gegen Waffen und Munition ein. Also gibt es da nichts zu klagen. Als ich das letzte Mal dort war, meinten sie, der große Herrscher wolle mit mir sprechen. Ich soll ihren selbstgemachten Stoff trinken. Und bei irgendeiner Zeremonie mitmachen. Wahrscheinlich lasse ich mich dieses Mal breitschlagen. Ich habe schon lange keinen guten Drink mehr gehabt und ich bin beim Zeitplan ein... Alter, nee. Ist irgendeine komische Sekte, glaube ich, drin, ne? Mach mal einen kurzen Hard-Save. Für alle Fälle, man weiß ja nie. Komme ich da überhaupt rein? Ja, komme ich. Direkt den Flammenwerfer schon mal rausholen, man weiß ja nie. Auf jeden Fall sehr einladend aus. Was mich ein bisschen wundert schon mal ist, warum kann man die von außen öffnen? Hallo? Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. So gar nicht.
Kampfrüstung. Irgendwelche Leute sind hier. Raider vielleicht? Das ist ein Bug oder? Dann geht das nicht. Also eigentlich müsste das gehen. Ja Leute, ich muss mal gucken, ob ich nicht doch die Mod installieren kann, dass... Das wird... Wahnsinniger Überlebender. Jetzt nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall, dass wir irgendwie diesen inoffiziellen Patch mal installieren. Vielleicht wird das dadurch gefixt, dass wir darauf zugreifen können dann. Was geht denn jetzt ab? So, hä? Was war das? Habt ihr es gesehen? Oder bin ich behindert? Natürlich bist du bescheuert, das steht sogar in deinem Namen drin. Was haben wir? Aufklärungsrüstung. Cool. Sehen wir aus wie ein Spast. Was? Ach ja, 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 ja. Ich fühle mich hier nicht gerade wohl in diesem Gebiet.
glaube nicht, dass das ein Spielfehler ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden gerade kirre. Ach, Hund. Dass man hier auch auf keine Terminals zugreifen kann, das geht mir ein bisschen auf die Eier. Weil dann kann ich wenigstens gucken, ob wenigstens die funktionieren dann. Warum geht's hier immer tiefer? Es wird ja immer tiefer hier. Wohnquartiere von Vault 106. Oh oh. Interessieren, was die für einen Friseur haben. Nein. Die Kritze. Alter, was ist das für eine Scheiße? Skribbel die, bibbel die, hudel die, hu, wing wang. Bricker, Bang, Chu, Chu, Chu. Ungestülptes Eis am Stiel schmeckt wie Schmu. Spenster im Flur machen, Bu, Bu, Bu. Das ist aber cool eigentlich. Das ist besser als diese eine Frau am Anfang gemacht hat da. Als Gedicht. Ah, hier kommen wir gar nicht rein. Toll. Vielleicht mit einem Schlüssel später. Büro des Aufsehers vielleicht, ne? Oh oh. Hier drüben! Warum sind hier eigentlich nur Männer? Oh, ein Gold. Warum sind hier überall Aufklärungshelme und Rüstung drin? Eine Wackelpuppe. Wissenschaft. Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Auf dem Sockel steht, sei stets bereit, das Wie, das Warum zu erklären. Was? Sei stets bereit, das Wie und das Warum zu erklären. Achso. Ihre Fertigkeit Wissenschaft wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Geil. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch einen Weg. Obwohl, wir können ja eigentlich auch theoretisch runterspringen, glaube ich. Ist da jemand? Das wird eigentlich, können wir hier auch auf Nahkampf gehen.
wie viele Minen wir einfach haben, ne? Jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's gruselig. Sehe ich gerade die Vergangenheit? An mich. Spiel ist abgestürzt. Leute, ich denke mal, wir brauchen einen Patch.